Hören Sie drei Fun Facts zum Thema Bastardeure in der Pause machen. In einer Aufführung der Oper Carmen in Mexico City verspürte der Tenor in der Pause des dritten Akts einen unbändigen Durst. Er verließ das Gebäude, um in einer nahegelegenen Bar ein Bier zu trinken. Dort wurde der als Soldat verkleidete Tenor von einem Polizisten verhaftet. Auf der Polizeistation angekommen, konnte er mit der Arie «Cette fleur que tu m'avais jeté» die Beamten von seiner Unschuld überzeugen. Mario Del Monaco soll einmal Maria Callas in einer Pause in ihrer Garderobe eingeschlossen haben, um den Applaus des Publikums alleine entgegenzunehmen. Der große Wagner-Tenor Lauritz Melchior gönnte sich zwischen zwei Szenen ab und zu ein Kotelett. Mehrere Male soll er den folgenden Einsatz verpasst haben.